Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Schminki für dich, wo ich einfach eine Lidschattenpalette aus meiner Sammlung verwenden werde. Und zwar habe ich mir jetzt heute mal die Modern Renaissance von Anastasia Beverly Hills ausgesucht. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen einen Look zu schminken mit diesen wundervollen Farben, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, wie das bei diesen Lidschattenpaletten-Videos immer so der Fall ist, habe ich meine Base tatsächlich schon gemacht. Ich habe meine Augenbrauen drauf und jetzt möchte ich mich mit euch zusammen meinen Augen widmen und dafür hole ich euch einfach mal ein kleines Stückchen näher ran. Was heißt ein kleines Stückchen? Ich habe auf volle Zoom-Stufe gestellt hier. Ja, die Modern Renaissance von Anastasia Beverly Hills ist tatsächlich auch eine von diesen klassischen Paletten, finde ich, ne? Also ich habe die Modern Renaissance, ich habe die Sultry und ich habe die Soft Glam tatsächlich aus dieser Reihe. Ich mag die. Ich finde die richtig toll und ja, verwende ich auch unheimlich gerne. Das sind halt so Lidschattentöne, die du halt auch echt im Alltag theoretisch tragen könntest, beziehungsweise Töne, mit denen du sehr schnell einen super leichten Look schminken kannst. Also es geht wirklich schnell, deswegen wird dieses Video auch nicht allzu lange werden. Ich habe meine Lidschattenbase von Urban Decay tatsächlich schon drauf gemacht, habe die mit Puder gesettet, werde jetzt aber trotzdem noch mal ein bisschen mit dem Ton Tempera drüber gehen. Dafür nehme ich mir zuallererst einen fluffigen Blendepinsel so ein und gehe dann hier in diesen knochenfarbenen Ton rein. Also die Töne in den Anastasia-Paletten, die stauben halt echt immer wie Bolle, ne? Da müssen wir uns nichts vormachen, das ist immer das Gleiche. Aber dafür hast du halt auch wirklich eine gute Pigmentierung und ich finde, man kann da eigentlich ganz gut mit arbeiten. Manchmal muss man ein bisschen vorsichtiger sein, damit das Ganze nicht zu krümelig wird und du kein Fallout oder sowas bekommst, aber wenn man die Palette ein paar Mal verwendet hat, dann weiß man ungefähr, wie intensiv man so in die Töne reingehen kann. Also man lernt so ein Händchen dafür zu kriegen. Ich gehe jetzt als nächstes in den Ton Burnt Orange rein. Das ist dieser hier. Da nehme ich den gleichen Blendepinsel wie gerade auch. Und da gehe ich wirklich nur ganz, ganz vorsichtig rein. Ist wirklich wie eine leicht verbrannte Orange. Und das gebe ich mir in meine Crease, in meine Lidfalte und verblende das bisschen Produkt, was ich hier aufgenommen habe, durch einmal reindippen und ordentlich abklopfen, auch richtig schön in meiner Lidfalte. Und dann, wenn ich den halt aufbauen möchte, gehe ich nochmal vorsichtig rein, klopfe ab und trage mir den vorsichtig auf. Also wirklich ganz sanft aufbauen, dann bekommt man auch keinen Fallout. Kann man sich jetzt auch schon in diesem Schritt anfangen, so ein äußeres V so in der Art zu bilden, wenn man das möchte, ne? Also es gibt welche, die mögen das lieber, wenn es richtig rund ist. Ich persönlich mag das sehr gerne, wenn ich hier so ein bisschen ein Müh mehr Farbe hingebe, damit natürlich auch meine blaue Ader, die ich da habe, so ein bisschen verdecke und mir so ein kleines V baue. Das natürlich ausblenden, aber das mag ich. Jetzt nehme ich mir einen etwas fester gebundeneren Blendepinsel. Das ist jetzt einer aus einem Ducare Pinselset. Der andere war eben, ich glaube, von H&M aus einem Pinselset. Und dann gehe ich in den Ton Love Letter rein. Und damit schminke ich mir jetzt so ein bisschen mein Halo Eye. Ich dippe wirklich nur vorsichtig auf, um ein bisschen Produkt aufzunehmen. Klopfe das minimal ab. Und dann gebe ich mir den zuallererst hier außen so ein bisschen hin. Blende den auch schön aus. Und wenn man möchte, kann man den natürlich auch noch ein bisschen aufbauen, aber immer nur vorsichtig, weil sonst hast du nicht so die Kontrolle über die Farbe, wie du das hättest, wenn du das wirklich vorsichtig aufbaust, weil man sieht, wie viel Pigment man auf das Auge bekommt. Da kann ich nur empfehlen, das immer ganz sanft, ganz geduldig und in Ruhe aufzubauen. Es lohnt sich am Ende. Und ich setze mir den tatsächlich auch, weil ich jetzt gerne ein Halo Eye schminken möchte, in mein inneres Drittel. Und auch da blende ich ihn ganz vorsichtig ein. Man sieht jetzt schon, was für einen Effekt das macht, ne? Das ist richtig schön. Also ich bin hier tatsächlich zweimal in die Farbe reingedippt und das hier ist bislang nur einmal reingedippt. Und trotzdem hat man so eine heftige Pigmentierung in der Farbe. Das ist so schön. Man kann das jetzt wirklich vorsichtig und langsam aufbauen, wenn man mag. Und dann kann man irgendwann anfangen, die beiden Töne über die Lidfalte auch vorsichtig überblenden, miteinander zu verbinden.
Natürlich werde ich da gleich auch noch mit dem Burnt Orange blenden, aber damit man so eine kleine Verbindung zwischen den Farben schafft. Bei Schlupflidern sollte man das so machen, dass man halt gerade in den Spiegel schaut und dann die Verbindung schafft, weil wenn ich das wirklich in meiner Lidfalte machen würde, würde ich das praktisch ja hier machen und das würde halt verschwinden, dann wird man das nicht mehr so sehen und das finde ich schade. Deswegen mache ich das bei offenem Auge und gucke dann einfach vorsichtig in den Spiegel und verbinde das so ein bisschen. Und das Ganze dann nochmal auf dem anderen Auge. Dann nehme ich mir einen ganz, ganz fluffigen Blendepinsel und gehe wieder in die Farbe Burnt Orange rein und verbinde quasi mit diesem Ton alles hier in der Lidfalte. Das sieht dann auch alles ein bisschen aufgeräumter und ordentlicher aus, wenn man das dann nochmal ein bisschen verblendet. Ich möchte aber tatsächlich noch meinen Außen- und Innenwinkel ein bisschen verstärken. Dazu nehme ich mir dieses Venetian Red, venezianische Rot, was so einen ganz, ganz samtigen Schimmer noch mit dabei hat. Und das platziere ich mir sehr, sehr direkt . Dadurch bekomme ich jetzt ein bisschen Fallout, muss ich aufpassen. Zum einen hier im Innenwinkel. Das verstärkt den Effekt nochmal so ein bisschen. Aber auch am Außenwinkel. Da sieht man schon einen krassen Unterschied, ne? Das mag ich gerne leiden. Ich hätte es noch cooler gefunden, wenn dieses venezianische Rot ein Tick Schimmer mehr hätte. Dann verblende ich hier natürlich wieder die Kanten. Dass das alles ein bisschen, ne, harmonischer bleibt. Nachdem ich mir den Pinsel am Handtuch neben mir etwas sauber gemacht habe, nehme ich ihn wieder und nehme mir damit den Ton Primavera auf. Das ist so ein schöner Champagner-Goldton. Da mache ich meinen Pinsel ordentlich mit voll. Man könnte jetzt theoretisch auch eine Cut Crease machen oder eine, ne, in der Mitte Concealer auftragen, aber ich versuche es jetzt einfach mal so. Damit gebe ich mir hier dann die Farbe auf. Und das lasse ich hier auch auf dem beweglichen Lid ein bisschen in das Rot mit hineinfließen. Und habe damit einfach einen Halo-Eye-Effekt. Ich versuche es jetzt nochmal mit dem Finger ein bisschen drüber zu machen, weil ich finde, mit dem Finger kann man, gerade wenn man sowas in der Mitte von seinem Auge auftupft, schöner machen. Ich weiß auch nicht warum. Aber dann wird man auch schnell unsauber, Claudinchen. So nicht, so nicht. Doch, das gefällt mir schon mal echt gut, aber wir sind ja noch nicht fertig, denn wir möchten uns noch dem unteren Wimpernkranz zuwenden. Da möchte ich mir tatsächlich zuallererst auch mit diesem Pinsel, der in der Palette drin ist, Love Letter aufgeben. Das ist dieser hier, ja, den wir eben hatten. Und dann gehe ich hier mit der Smudger-Seite rein und klopfe den gut ab und gebe mir dann diesen Ton an den unteren Wimpernkranz. Ganz vorsichtig. Ich möchte gerne eine Verbindung haben von meinem unteren und meinem oberen Wimpernkranz. Vor allem hier außen. Natürlich kommt da gleich noch Eyeliner mit dazu, aber das ist der Plan. Ich glaube, ich nehme jetzt auch noch ein bisschen von dem Burnt Orange, auch mit dieser Smudger-Seite. Einfach um das so ein ganz kleines bisschen auszusmoken, damit es halt genau wie oben ist. Nur ganz, ganz dezent. Also man sieht es kaum, ob man es jetzt macht oder nicht. Man sieht es nicht wirklich, finde ich, ne? Nö. Aber es gibt nochmal einen kleinen Effekt, ne? Mag ich wohl leiden. Jetzt möchte ich mir gerne, um diesen Halo-Effekt nochmal zu verstärken, dieses Primavera an den unteren Wimpernkranz geben. Da ich da aber nicht so einen Lidschattenprimer habe oder freie Haut, werde ich mir jetzt diesen Pinsel etwas ansprühen. Und gehe feucht in die Farbe rein, damit es einfach besser haftet. Das setze ich mir hier genau unten drunter. Man sieht da auch nicht so viel von, weil ich, wenn ich meinen Wimpernkranz halt so verstärke oder meinen unteren Wimpernkranz schminke, das nicht so intensiv mache, weil ich ansonsten finde, dass es bei mir nicht so gut aussieht. So, den Pinsel habe ich jetzt wieder sauber gemacht und dann nehme ich den hellsten Ton, das heißt Vermeer, das ist, oder Vermeer oder so. Nehme ich auch wieder diesen
Lidschattenpinsel. Oh mein Gott, da kriegst du richtig viel Produkt drauf. Und den gebe ich mir in den Innenwinkel. Hui! Das ist ein bisschen viel. Wenn einem das hier zu viel ist, einfach mit ein bisschen von dem Venetian Red drüber. Und quasi über Tünchen. Jo. Jetzt kommt noch ein bisschen Eyeliner und Mascara und dann sehen wir uns gleich mit dem fertigen Look. Ja, also wenn man sich einen Eyeliner dazu macht und dann auch die Wimpern tuscht, dann sieht das Ganze doch noch ein bisschen intensiver aus. Bei den Lippen habe ich mich jetzt ein bisschen zurückgehalten, da habe ich es ein bisschen dezenter gemacht. Ansonsten ist das der fertige und sehr dramatische Look, wie ich finde. Natürlich könnte man jetzt auch noch künstliche Wimpern dazu machen. Habe ich jetzt aber aktuell nicht da, deswegen lasse ich es jetzt einfach mal so, wie es ist. Ich bin irgendwie heute mit meinem Concealer nicht ganz so zufrieden. Dann habe ich hier noch einen Mückenstich und irgendwie, ich weiß nicht. Aber trotzdem finde ich den Look schön. Und der Look passt auch zu meinem Top. Das gefällt mir auch. Und deswegen fühle ich mich im Großen und Ganzen ganz wohl. Ja, also ich habe jetzt einfach mal geschaut, ob ich mit der Palette oder wie ich mit der Palette ein bisschen intensiveren Look schminken kann und nicht halt dieses klassische nur zwei Töne. Ne? Ich mache sonst gerne einfach mal nur den Burnt Orange in meine Lidfalte, einen Schimmerton aufs bewegliche Lid und fertig. Und jetzt wollte ich einfach mal kein 2-Sekunden-Video machen, sondern ne, ein 10-Minuten-Video. Und hier ist gerade die Stubenfliege am Rumfliegen. Auf jeden Fall eine Palette, die man sich anschauen kann. Man kann damit sehr aufregende Looks schminken, wie man sieht. Man kann aber auch sehr zurückhaltende Looks schminken. Es ist aber safe eine Alltagspalette, finde ich. Eine Day-to-Night-Palette auch so ein Stück weit. Und ja, ich finde es irgendwie ganz cool. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!